Freut mich, dass du wieder dabei bist im Videozyklus über Bruchtherme. In diesem Video schauen wir uns das Adhirn und Subtrahieren von Bruchthermen an. Wie schon beim Multiplizieren und Dividieren von Bruchthermen ist es ganz wichtig, dass du dich an die Rechenregeln beim Rechnen mit normalen Bruchzahlen erinnerst. Also zum Beispiel, wie man solche Ausdrücke hier berechnet. Weißt du das noch? Wenn das für dich gar kein Problem ist, dann schau einfach weiter. Ansonsten erklärt dir Coach Sandra das gerne nochmal im Videozyklus über das Brüche Addieren und Subtrahieren. Schau dort kurz rein, dann erinnerst du dich sicher schnell wieder daran. Hier haben wir zum Beispiel die Rechnung 3 Viertel plus 1 Sechstel. Drück mal schnell auf Pause und rechne das aus. Um Brüche zu addieren, müssen wir sie ja auf den gleichen Nenner bringen. Der kleinste gemeinsame Nenner von diesen beiden Brüchen ist 12. Du musst dann den ersten Bruch mit 3 erweitern und den zweiten Bruch mit 2. Danach kannst du die Addition auf einen Bruchstrich schreiben und herauskommt letztendlich 11 Zwölftel. Jetzt aber zu den Bruchthermen. Gegeben ist die Rechnung 3 gebrochen durch 2a plus 5 gebrochen durch 2b. Der erste Schritt ist also, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und zwar werden wir jetzt versuchen, nicht irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern den kleinsten gemeinsamen Nenner. Beim obigen Beispiel mit den Zahlen war der kleinste gemeinsame Nenner 12. Vielleicht hast du auch mit dem gemeinsamen Nenner 24 gerechnet, weil du einfach die beiden Nenner miteinander multipliziert hast. Das ist auch richtig. Allerdings hast du dann größere Zahlen, mit denen du rechnen musst. Und um die weitere Rechnung aber möglichst einfach zu machen, ist es immer gut, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit und versuch das hier mal bei diesen Bruchthermen. Bevor wir dann gleich das Ergebnis vergleichen, möchte ich dir bei der Gelegenheit eine ganz systematische Methode zeigen, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und zwar mit Hilfe einer Tabelle. Diese Tabelle braucht erstmal 3 Zeilen. In die erste Zeile kommt der erste Nenner, in die zweite Zeile der zweite Nenner und in die letzte werden wir dann den gemeinsamen Nenner, also das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Nenner schreiben. Als erstes nehmen wir uns den Nenner des ersten Bruchterms vor. Dabei versuchen wir, ihn in möglichst kleine Faktoren zu teilen. Der erste Nenner, 2 mal a, besteht aus den Faktoren 2 und a. Den Zweier schreiben wir hier mal in die Tabelle. Es soll aber jeder Faktor eine eigene Spalte bekommen und daher machen wir jetzt noch einen senkrechten Strich und schreiben den Faktor a in die nächste Spalte. Dann kommt der zweite Bruchterm dran. Hier steht 2 mal b im Nenner. Für den Zweier haben wir schon eine Spalte, nämlich gleich die erste, also können wir den Zweier hierher schreiben. Für das b gibt es noch keine Spalte. Daher müssen wir unsere Tabelle nochmal erweitern, eine neue Spalte aufmachen und dort schreiben wir dann das b hinein. Jetzt können wir schon das kleinste gemeinsame Vielfache zusammenbasteln. Und zwar müssen wir dazu einfach nur alle Spalten, die wir so nach und nach aufgemacht haben, in der letzten Zeile wieder ausfüllen. Also den Zweier, das a und das b. Super! Das kleinste gemeinsame Vielfache und damit auch der gemeinsame Nenner für unsere beiden Brüche heißt also 2 mal a mal b. Jetzt wissen wir aber, dass wir ja nicht einfach nur den Nenner verändern dürfen, wenn wir die beiden Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringen wollen, sondern wir müssen die beiden Brüche erweitern, also auch den Zähler entsprechend verändern. Und die Faktoren, mit denen wir erweitern und daher auch den Zähler multiplizieren müssen, die suchen wir uns jetzt noch raus. Nimm dir dazu einen Farbstift zur Hand, mit dem werden wir gleich die Erweiterungsfaktoren dazuschreiben. Damit der erste Bruch den Nenner 2 mal a mal b bekommt,
müssen wir ihn mit B erweitern, denn die Spalte mit dem B ist hier ursprünglich noch leer. Wir schreiben jetzt also, am besten farbig, das B in das bisher leere Feld der ersten Zeile. Genauso funktioniert das beim zweiten Bruch. Hier fehlt zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen noch der Faktor A. Also schreiben wir ihn in bunt in das entsprechende Feld. Wunderbar! Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um mit unserer eigentlichen Rechnung weiterzumachen. Wir schreiben unsere Bruchterme jetzt beide mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner 2 mal A mal B. Beim ersten Bruch stand ein Dreier im Zähler, der bleibt natürlich stehen. Und es kommt noch der Erweiterungsfaktor mal B dazu. Dann kommt plus der zweite Bruch. Auch hier können wir mal den kleinsten gemeinsamen Nenner unter dem Bruchstrich schreiben. Der Fünfer im Zähler bleibt stehen und es kommt der Erweiterungsfaktor mal A dazu. Im nächsten Schritt schreiben wir die Rechnung dann auf einen Bruchstrich. Im Zähler steht 3b plus 5a und im Nenner der gemeinsame Nenner 2 mal a mal b. Weiter lässt sich dieser Term jetzt auch gar nicht mehr vereinfachen. Wir sind also mit unserer Addition hier fertig. Genauso funktioniert das auch bei einer Subtraktion. Schauen wir uns dazu noch eine Aufgabe an. Gegeben ist der Ausdruck 5 gebrochen durch x plus 1 minus 2 gebrochen durch x. Hier ist wieder die Tabelle, mit der du den kleinsten gemeinsamen Nenner und die notwendigen Erweiterungsfaktoren ermitteln kannst. In der letzten Zeile habe ich zum KGV auch noch HN geschrieben, weil du das vielleicht auch mal in einem Buch so liest. Das ist die Abkürzung für Hauptnenner. Man bezeichnet nämlich den kleinsten gemeinsamen Nenner auch gern als Hauptnenner. Drück jetzt auf Pause, versuch zuerst mit Hilfe der Tabelle den Hauptnenner und die Erweiterungsfaktoren zu finden, schreib anschließend die Subtraktion auf einen gemeinsamen Bruch und vereinfache den Term, soweit es geht. Bis gleich! Na, dann legen wir mal los und vergleichen wir. Der Nenner des ersten Bruchs lautet x plus 1. Den kann man auch nicht weiter in kleinere Faktoren zerlegen. Also schreiben wir x plus 1 in die erste Spalte. Der Nenner des zweiten Bruchs ist x. Für den Faktor x haben wir noch keine Spalte. Wir machen also eine neue. Um den kleinsten gemeinsamen Nenner oder auch Hauptnenner zu finden, füllen wir in der letzten Zeile jetzt mal alle Spalten aus. Also x plus 1 und x. Dir ist vielleicht vorhin schon aufgefallen, dass ich den ersten Nenner in Klammer geschrieben habe. Du erinnerst dich bestimmt an das letzte Basic-Video. Da haben wir ja gesagt, dass wir bei Summen oder Differenzen innerhalb eines Bruchs aufpassen müssen, wenn wir mit denen irgendwie weiterrechnen und mit anderen Brüchen auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben wollen. Da setzen wir am besten immer eine Klammer. Jetzt zu den Erweiterungsfaktoren. Den ersten Bruch müssen wir mit x erweitern, denn wenn wir den ursprünglichen Nenner mit dem Hauptnenner vergleichen, dann fehlt uns im ursprünglichen Nenner das x. Den zweiten Bruch müssen wir mit x plus 1 erweitern und damit haben wir auch schon alles vorbereitet, um die Rechnung auszuführen. Wir erweitern also beide Brüche so, dass sie dann den gleichen Nenner haben, nämlich den Hauptnenner. Dazu müssen wir den ersten Bruch mit x im Zähler multiplizieren, im Nenner, da steht bereits der Hauptnenner. Und den zweiten Bruch erweitern wir mit x plus 1. Im nächsten Schritt schreiben wir dann alles auf einen Bruchstrich. Im Nenner steht x mal, Klammer auf, x plus 1, Klammer zu, also der Hauptnenner. Im Zähler steht 5x, das kommt vom ersten Bruch, minus 2 mal, Klammer auf, x plus 1, Klammer zu. Diese Klammer im Zähler können wir jetzt ausmultiplizieren. Und wir erhalten dann 5x minus 2x minus 2 im Zähler.
Den Nenner habe ich einfach so stehen gelassen. Es ist aber auch nicht falsch, wenn du den ebenfalls ausmultiplizierst. Im Zähler können wir jetzt noch die Terme mit x zusammenfassen, also 5x minus 2x, das ergibt 3x, dann noch minus 2, gebrochen durch den Hauptnenner. Und damit sind wir auch schon fertig. Ganz toll, dass du durchgehalten hast. Ich finde, das Addieren und Subtrahieren von Bruchtermen, das ist wirklich die Königsdisziplin im Rechnen mit Bruchtermen. Und die hast du jetzt wunderbar gemeistert. Fassen wir jetzt nochmal kurz zusammen. Die Rechenregel, die für das Addieren und Subtrahieren von Brüchen ganz zentral ist, ist die, dass die Brüche und daher auch die Bruchterme auf den gleichen Nenner gebracht werden müssen und erst dann kann man sie addieren oder subtrahieren. Um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, haben wir eine Tabelle verwendet. In diese Tabelle trägst du zuerst die Nenner der einzelnen Brüche ein. Und zwar schreibst du sie in möglichst kleinen Faktoren an und verwendest für jeden neuen Faktor eine eigene Spalte. Wenn du zum Beispiel einen Faktor 6 dort stehen hast, dann schreib ihn als 2 mal 3, wobei du den 2er in die erste Spalte schreibst und für den 3er dann eine neue Spalte aufmachst. Oder wenn du ein a² dort stehen hast, dann schreib es als a mal a. Und immer dann, wenn es für einen Faktor eben noch keine Spalte gibt, eröffnest du einfach eine neue. Anschließend füllst du in der untersten Zeile alle Spalten, die du so nach und nach erzeugt hast, aus und erhältst damit den Hauptnenner, den kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden Brüche. Und zum Schluss ermittelst du für deine beiden Brüche die Erweiterungsfaktoren. Das heißt, du ergänzt am besten farbig in den beiden oberen Zeilen die fehlenden Faktoren. Und dann geht's auch schon ans Rechnen. Fleißig warst du. Sehr, sehr toll. Sehen wir uns in den Mastery-Videos wieder? Ich kann dir schon mal verraten, dass dort die binomischen Formeln auftauchen werden. Es bleibt also spannend. Würde mich wirklich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann!